Hallo alle zusammen. Aus gegebenem Anlass melde ich mich heute auf diesem Kanal, um meine Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Also alle, die jetzt hier ein Brieftaubenvideo erwartet haben, muss ich leider enttäuschen. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt vielleicht euch mit diesem Video belästige oder dass ihr jetzt dieses Video hier kurz angesehen habt, weil es bei euch aufgetaucht ist. Es kommt auch bald wieder ein Brieftaubenvideo, aber aus gegebenen Anlass, aufgrund der Situation, möchte ich diesen Weg nutzen, um meine Schülerinnen und Schüler vom COD Homburg zu erreichen, weil ich auch weiß, dass viele von ihnen die Brieftaubenvideos anschauen und es nicht so einfach jetzt die Leute, die im ganzen Saarland oder noch weiter verstreut sind, zu erreichen. Ihr wisst alle, dass im Saarland oder eigentlich bundesweit die Schulen, Kitas und so weiter geschlossen sind aufgrund des Coronavirus. Ich möchte dazu noch ein paar Worte sagen. Auch ich selbst habe vielleicht das Virus und die Situation bis vor ein paar Tagen noch belächelt und auch gedacht, Mensch, das gibt es doch alles nicht, wird übertrieben. Aber man muss ehrlich sein, das war leider falsch. Nicht ohne Grund werden so drastische Maßnahmen ergriffen. Das sollten wir uns alle bewusst sein. Aber ich kann nur alle bitten, keine Panik zu machen, ruhig zu bleiben, besonnen zu bleiben. Man wird das alles in den Griff bekommen, aber man sollte sich schon an die Weisungen und Empfehlungen, die wir von unseren Ministern und so weiter bekommen, halten. Wichtig ist es wirklich in dieser Zeit, ruhig zu bleiben, und wir dürfen alle nicht vergessen, wichtig ist es, die Schwachen und somit auch gefährdeten Menschen unter uns zu schützen. Jeder hat in seiner direkten Umgebung ältere Menschen, Menschen, die durch Krankheiten angeschlagen oder ist auch selbst angeschlagen. Und darum geht es, diese Menschen zu schützen. Und deswegen sollten wir uns alle solidarisch zeigen und helfen, dass es möglichst glimpflich hier in Deutschland abläuft. Und ein kurzes Beispiel, was ich ganz toll fand, meine Schwester, die war jetzt hier gestern bei zwei älteren Menschen, die hier bei uns in der Nähe wohnen, hat dort geklingelt und hat nachgefragt, ob sie Hilfe benötigen. Und die haben sich wirklich sehr gefreut, dass meine Schwester bei ihnen war, weil sie selbst keine Kinder haben. Und das ist vielleicht ein Beispiel, was andere auch machen können. Ja, aber wie gesagt, macht euch keine Sorgen, es ist wirklich eine merkwürdige und auch sicherlich etwas beängstigende Situation, aber wenn wir alle zusammenhalten, dann werden wir das auch alle schaffen und dann sehen wir uns alle auch bald wieder. Aber jetzt zu dem eigentlichen Grund des Videos. Die Schulen sind in nächster Zeit geschlossen und niemand kann genau sagen, wann es wieder weitergeht. So, es ist natürlich jetzt so, dass es trotzdem irgendwie weitergehen soll, und auch das Kultusministerium, also Bildungsministerium, hat dazu herausgegeben, dass die Lehrer den Schülern Lernangebote machen müssen, und genauso sind die Schüler auch verpflichtet, diese Lernangebote anzunehmen und dann zu Hause daran zu arbeiten. Ist natürlich nicht so einfach, ohne direkten Kontakt das alles zu managen. Aber deswegen habe ich jetzt diesen Weg gewählt und hoffe, dass ich so alle erreiche und wir so in Kontakt bleiben können. Und immerhin könnt ihr mich so im Video sehen und müsst und habt mein Gesicht immer noch in Erinnerung. Und etwas Gutes hat es auch für euch alle. Ihr müsst in der nächsten Zeit nicht so viel von der Tafel abschreiben. Das ist ja vielleicht auch ganz positiv. So. Zuerst eine Bitte. Alle, schickt mir bitte eine E-Mail mit Namen und Klasse an meine Dienstadresse, die lautet christian.jungfleisch@codhomburg.net. Diese Adresse blende ich hier auch im Video ein. Wichtig, damit ich euch alle Infos und Unterlagen schicken kann. Falls es jemanden gibt, der keine E-Mail-Adresse hat, kann man
über eure WhatsApp-Gruppen, die ja vorhanden sind, diese ganzen Dokumente, weil ich sie per PDF zur Verfügung stellen werde, auch darüber weiter verbreiten. Ich werde euch auch einen Brief der Bildungsministerin des Saarlandes mitschicken, wo ihr selbst nochmal alles nachlesen könnt, wie das so geplant ist. Und macht euch bitte alle keine Sorgen mit Prüfungen und so weiter. Niemanden wird ein Nachteil durch die derzeitige Situation entstehen. Da wird man Lösungen finden. So, also wie gesagt, das Wichtigste schon mal, schickt mir bitte zeitnah eine E-Mail an diese Adresse, die ich eben eingeblendet habe. Das ist schon mal der erste Schritt. So, dann geht es weiter. Ich werde jetzt nach und nach alle Klassen mit Informationen versorgen. Also wenn ihr es habt, bitte Geduld. Ich werde wirklich alle Klassen, in denen ich unterrichte, hier in diesem Video abhandeln. Beginnen werde ich mit den Lagerklassen, am Schluss kommen die beiden Klassen aus dem Verkauf. Eine wichtige Info zu den Prüfungen vorweg. Man kann noch nicht genau absehen, wie das mit den Prüfungen jetzt vonstatten gehen wird, aber bitte bereitet euch alle so vor, als wenn ihr zum bisher bekannt gegebenen Termin Prüfung machen würdet. Also lernt und lässt nichts schleifen, man weiß nicht genau, wie es weitergeht, man wird euch aber natürlich darüber informieren. Alle anderen kann ich nur bitten, sie sind eigentlich auch durch das Ministerium dazu verpflichtet, was zu tun, aber denkt auch bitte an euch selbst. Ich weiß, ich war auch schon mal Schüler, man nutzt so solche Gelegenheiten auch gerne mal aus, aber ihr seid alle in der Berufsausbildung und es geht hier um eure Zukunft, um euer Leben, ihr alle wollt was erreichen, also wäre es schon gut, wenn ihr auch ein bisschen was macht. Und ich bin gerne bereit, euch zu helfen, das ist gar kein Thema. Eine sehr wichtige Information, ein sehr wichtiger Hinweis für alle Lagerklassen. Es gibt eine sehr tolle Seite im Internet zum Lernen und Üben. Das ist die Seite von Paul Orzesek. Da gibt es Arbeitsblätter, Online-Lernprogramme und vieles mehr. Die Adresse ist hier eingeblendet, auch ein Screenshot, wie die Seite aussieht, habe ich gemacht. Also schaut mal rein, da könnt ihr euch auch beschäftigen und gut lernen. Also hier jetzt die Adresse, ihr könnt auch einfach bei Google Orzesek eingeben und dann kommt ihr auch direkt dorthin. Hier der Screenshot der Startseite, damit ihr wisst, ob ihr richtig seid. So, beginnen wir mit dem Stoff für die Klassen LG 10.1 und LG 10.2. Bei beiden Klassen sind wir ungefähr auf dem gleichen Stand, daher könnt ihr beide die gleichen Themen bearbeiten. Das erste Thema geht, ist große Überschrift, es sind die Gefahren im Lager, zu denen auch dann Brandgefahren, Diebstahlgefahr und so weiter noch zählen. Und dazu gibt es passende Aufgaben, die im Arbeitsheft zu finden sind. Das Blatt zeige ich euch hier im Video, es wird gleich eingeblendet sein, aber dieses Blatt werde ich auch jedem per E-Mail nochmals zusenden. Und macht euch bitte alle keine Sorgen. Ich stehe, wenn Fragen vorhanden sind, von Montag bis Freitag zur Verfügung. Ihr könnt mir E-Mails schicken, ich werde diese beantworten. In besonderen Fällen können wir auch einen Telefontermin vereinbaren. Wir finden garantiert eine Lösung. Und auch die Schüler, die keine Möglichkeit haben, die Sachen digital in Empfang zu nehmen, können die Unterlagen im Notfall im Sekretariat in Homburg abholen. So, hier also die Themen und die dazugehörigen Aufgaben. Am besten Pause drücken und Vollbild. So, also das waren diese Klassen LG 10.1 plus LG 10.2. Sind somit abgehandelt. Kommen wir nun zur Klasse LG 11.1. Da ist ein Sonderfall. Ein Schüler macht Prüfung oder wird
hoffentlich in den nächsten Wochen Prüfung machen. Dieser Schüler, sein Fachlager ist, erhält gesondert noch Übungsaufgaben, die ich ihm auch per E-Mail zusenden werde. Alle anderen beschäftigen sich mit dem Thema Packmittel und bearbeiten dazu Aufgaben und Wiederholungsfragen. Genauere Infos könnt ihr jetzt gleich auf dem Blatt sehen, das ihr auf dem Bild sehen, das hier gleich eingeblendet ist. Und wie auch eben gilt bei Fragen immer gerne an mich. So, hier also die Themen und die dazugehörigen Aufgaben. Am besten Pause drücken und Vollbild. Weiter geht es mit der Klasse LG 11.2. Diese Klasse beschäftigt sich in den nächsten Wochen mit dem Thema Frachtcontainer und im Anschluss mit dem Thema Packhilfsmittel. Dazu gibt es auch passende Aufgaben, aber wie auch eben schon gesagt, keine Sorge, wenn man etwas nicht versteht und so weiter. Ich werde mich bemühen, die Fragen zu beantworten und wenn wir uns auch wiedersehen, werden wir über alles wieder sprechen. Hier also die Themen und die dazugehörigen Aufgaben. Am besten Pause drücken und Vollbild. So, dann LGFB12. Wir haben den Schulstoff ja schon komplett abgeschlossen. Prüfungsvorbereitung war da angedacht. Ich werde euch diese Blätter und Übungen weiterhin zur Verfügung stellen per E-Mail. Da könnt ihr das selbstständig üben. Hier sind mal die Infos auf einem Blatt zusammengefasst. Hier nochmals die wichtigen Infos kurz zusammengefasst. So, LG 12. Wir sind mit dem Stoff fast durch. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Diese Sachen bitte selbstständig durchlesen und durcharbeiten und die Fragen dazu beantworten. Des Weiteren bekommt auch ihr von mir Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung. Fragen, wie immer, stehe ich zur Verfügung. Hier auf dem Blatt ist alles nochmals genauer aufgeführt. Hier also die wichtigen Infos nochmal kurz zusammengefasst und die dazugehörigen Aufgaben. So, kommen wir nun zur Klasse FKFB 10.1, also die Verkaufspraktika. Sie beschäftigen sich bitte mit dem Thema Preisauszeichnung und bearbeiten dazu die hier angegebenen Fragen auf diesem Blatt. Das Blatt ist auch wieder eingeblendet. Bei Fragen und so weiter gerne an mich wenden per E-Mail. So, hier also eure Themen und Aufgaben. Am besten Pause drücken und Vollbild. Als letztes die VKFB 11.1. Wir sind mit dem Stoff soweit eigentlich auch durch. Für euch habe ich Übungsblätter zum Thema Dreisatzaufgaben, Textaufgaben, Bezugskalkulation vorbereitet. Die werde ich euch dann per E-Mail zusenden. Ihr habt auch von mir am Freitag schon vorsorglich ein Blatt bekommen, habt also jetzt eigentlich sogar die letzten Tage ein bisschen was zu tun gehabt. Hier nochmals die wichtigsten Infos kurz und knapp zusammengefasst. Das waren jetzt also mal alle Klassen. Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen. Ich werde mich wahrscheinlich in etwa Mitte nächster Woche nochmals per Video an euch wenden. Denkbar ist, dass man zu diesem Zeitpunkt auch ein paar Übungsblätter die Lösungen hier vielleicht ansprechen können. Das geht aber nur, wenn ihr vorher wirklich euch mit diesen Themen beschäftigt habt. Ansonsten macht das keinen Sinn und werde ich auch nicht tun. Also ein bisschen Eigenengagement von euch setze ich schon voraus. Und das solltet ihr bitte auch tun. Ihr seid weiterhin noch in der Lernpflicht, das ist ganz klar. Ich möchte es hier nicht den Bürokraten raushängen lassen, aber es geht ja hier um euch. Ihr macht mich nicht damit glücklich, wenn ihr irgendwelche Blätter bearbeitet. Es geht ja um euren Beruf und um eure Zukunft. Ansonsten passt alle auf euch auf, bleibt solidarisch, bleibt wenn möglich gesund und dann sehen wir uns hoffentlich alle bald wieder.
Bis dann in wenigen Tagen. Tschüss.